Hallo zusammen. Heute Abend wird endlich mal wieder gezockt. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Allerdings ist mein Kartenspiel mittlerweile ein bisschen alt, stumpf und abgegriffen. Aber ich kenne einen ganz guten Trick. Und zwar das Spiel einfach mit Haarspray einsprühen. Danach mischt sich's wieder wie am ersten Tag. Mensch Patrick, wo hast du denn den Quatsch her? Aber so wird er garantiert nichts. Ich habe aber den ultimativen Tipp für dich. Nimm Babypuder. Einfach die Karten damit ein bisschen einreiben. Und ich sag's dir, die gleiten danach wie eine Eins. Bei mir funktioniert das immer. Abgegriffene Spielkarten, behandelt man die, damit sie länger halten? Wie Patrick sagt, mit Haarspray oder wie Peter sagt, mit Babypuder. Frau Linnemann in Bad Triburg, hallo. Ja, hallo. Sie sind über die App zu uns gestoßen, ne? Die ARD-Buffet.de-App. Ja. Da haben Sie sich beworben und sind so in der Sendung gelandet. Das geht auch. Ja. Das ist die eine Nachricht. Die andere brauche ich jetzt von Ihnen. Was ist richtig? Ja, was der Peter gesagt hat mit dem Haarspray. Gut, Peter sagt Babypuder. Wir einigen uns auf Peter und locken den auch mal ein. Mein Vorschlag. Ja, und jetzt gucken wir die Lösung an. Mein Tipp war der richtige. Babypuder hilft tatsächlich. Das liegt daran, dass im Babypuder Teig und Öle enthalten sind. Und das macht die Babyhaut geschmeidig und meine Karten glatt. Man merkt es auch. Es fühlt sich leicht seifig und fettig an. Jetzt steht dem nächsten Pokerabend im Grunde genommen nichts mehr im Wege. Habe ich geholfen? Ja. Nicht wirklich. Sie haben Peter gesagt, das war das Erste. Das habe ich genau gehört. Und ja, Peter stimmt. Ja, das war meine Antwort. Genau. Also genau. 250 Euro gehen an Sie. Und nicht nur das, Sie bekommen von uns auch einen Adventskalender. Den gibt es nur hier bei uns von Damian Swiderski exklusiv gestaltet. Der geht auch noch zu Ihnen. Herrlich, da freue ich mich. Viel Glück, viel Spaß und machen Sie es gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.